Willkommen zur Vorstellung von Pixlr, einem Online-Foto-Editor. Den gibt's in zweifacher Ausführung, einmal Pixlr X und einmal Pixlr E. Das X ist eher die Ansicht auf den Foto-Editor im Anfängermodus und das E ist die Ansicht des Foto-Editors im fortgeschrittenen Modus. Wenn ihr auf AppSumo seid, klickt bitte auf Browse, weil das Tool ist jetzt schon seit 3 oder 4 Wochen am Markt und scrollt dann nach unten und geht auf Show More Results. Und siehe da, da ist Pixlr ohne E geschrieben. Dann klickt ihr da drauf und seht, also könnt es über den Buy Now Button kaufen und das Tool kostet $49. Wenn ihr auf View Plan klickt, seht ihr, was in der Software für den Preis alles enthalten ist. Ihr habt natürlich lebenslangen Zugriff auf die Software. Lebenslang meint, solange die Firma und damit die Software existieren. Ihr habt einen Zugriff. Ihr müsst innerhalb von 60 Tagen die Software aktivieren. Dazu bekommt ihr einen Code von AppSumo, wenn ihr denn den gekauft habt. Und müsst den dann im Eingabeformular hinterlegen, zusammen mit eurem Benutzername und Passwort. Genau, das Ganze ist datenschutzkonform, also GDPR compliant. Ihr habt vollständigen Zugriff auf Pixlr X. Das ist eher die Anfängersicht auf den Fotoeditor und auf Pixlr E. Das ist die fortgeschrittenen Sicht. Ihr habt verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten. Ihr habt das künstliche Intelligenz-Tool Cutout, mit dem ihr Hintergründe und Objekte entfernen könnt. Ihr habt 3000 Overlays. Ihr habt 7000 Icons und Sticker, also Stempel, und 5000 dekorative Texte. Und es gibt natürlich auch noch Video-Tutorials. Wenn ihr euch einloggt, schaut das Ganze so aus. Und ich zeige euch jetzt nochmal diesen Preisplan Premium-Plan. Das entspricht diesem Premium-Plan. Bei dem müsstet ihr, wenn ihr das Ganze jährlich bezahlt, umgerechnet $4,90 pro Monat zahlen. Wenn ihr das Ganze monatlich zahlt, wären das $7,99. Und bei AppSumo bekommt ihr das Ganze für $49. Jetzt zeige ich euch erstmal den Pixlr X, also die Sicht auf den, sage ich jetzt mal, Anfängermodus, was aber nicht heißen soll, dass das schlecht ist. Damit kann man sehr schnell beispielsweise Effekte nutzen. Ich öffne dazu ein Bild, welches ich vorbereitet habe. Und wähle jetzt Full-HD-Ansicht und klicke auf Anwenden. Dann seht ihr ein Bild von meiner Wenigkeit. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, hier am linken Rand verschiedene Sachen zu nutzen. Hier habt ihr den Eigenschaftsmodus. Da könnt ihr die Bildgröße ändern und auch die Größe der Leinwand. Ihr habt den Anordnen-Modus. Ihr habt den Zuschneiden-Modus. Ihr habt den Ausschnittmodus, da gehe ich dann gleich noch drauf ein, unter anderem diese künstliche Intelligenz, Cutout, Artificial Intelligence, das ist wirklich genial. Ihr habt den Anpassen-Modus, da geht es um Farbe, Licht und Tonung. Ihr habt den Filter-Modus, also da gibt es verschiedene Einstellungen, die man da vornehmen kann. Ihr habt den Effekt-Modus. Ihr habt den Verflüssigen-Modus, ihr habt den Retuschieren-Modus, ihr habt den Zeichnungsmodus, ihr habt den Textmodus und ihr habt den Element-Hinzufügen-Modus und zu guter Letzt noch den Bild-Hinzufügen-Modus. Jetzt möchte ich euch mal dieses Ausschnitt-Tool vorstellen, das mit künstlicher Intelligenz funktioniert. Und dazu klickt ihr eben auf der linken Seite auf die Schere, die meint Ausschnitt, und klickt auf Artificial Intelligence Cutout, AI Cutout. Und dann müsst ihr einen Augenblick warten.
Und das ganze Programm rechnet und entfernt dann automatisiert den Hintergrund. Das war's an der Stelle zu dem Pixlr X. Vielleicht noch eine Sache, die Effekte. Die wollte ich euch noch kurz zeigen. Die sind wirklich sensationell. Ihr habt hier zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten im Porträtmodus. Wenn man zurückgeht, könntet ihr auch mal den Retro-Modus machen. Nicht verwundern lassen, also auf der linken Seite wird noch das Originalbild angezeigt, aber hier ist ja bereits der Hintergrundeffekt entfernt. Genau. Und wenn ihr dann wieder auf die Übersichtsseite zurückgeht, seht ihr das Bild. An der Stelle noch ein Tipp, damit das Bild beim nächsten Login noch verfügbar ist, müsst ihr auf das Herz klicken. Dann ist das Ganze markiert und ihr könnt damit nach dem nächsten Login weiterarbeiten. Wenn ihr das nicht macht und eure Cookies im Browser löscht, ist das Bild weg, was ihr vorher bearbeitet habt. Das nur an der Stelle. Deswegen empfiehlt sich's immer auch, zwischenzuspeichern. Das war jetzt die Pixlr X-Ansicht und jetzt gehen wir mal in die fortgeschrittenen Ansicht und öffnen dazu das Bild wieder. Ich hätte jetzt auch direkt draufklicken können. Ich gehe jetzt nochmal so hin und wähle Full HD. Also hier könnt ihr auch Ultra HD, also 4K und eine benutzerdefinierte Webgröße wählen, zum Beispiel 1280 Pixel. Jetzt seht ihr das gleiche wie vorhin, nur ist jetzt hier die Leiste doppelseitig, sage ich jetzt mal. Man hat zwei Leisten. Man hat hier zum Beispiel auch noch ein Lasso-Auswahlwerkzeug, man hat ein ganz normales Auswahlwerkzeug, man hat einen Zauberstab, man hat ein Zuschneiden, Ausschnitt, Maske. Ihr habt hier meines Wissens fast alle Funktionen wie auch bei Pixlr X, außer den Effekten, da sind, glaube ich, da ist die Ansicht noch ein bisschen anders. Aber nichtsdestotrotz, ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten, hier nochmal hier verflüssigen, heilen, klonen, weichzeichnen, schärfen, verwischen, abwedeln, brennen. Das heißt, hier ist der Funktionsumfang größer. Und die Lernkurve, um sich damit auseinanderzusetzen, natürlich entsprechend höher. Aber keine Angst, ihr kommt in das Tool rein. Wer vielleicht schon mal mit Photoshop Elements gearbeitet hat, wird sich sehr schnell zurechtfinden. Und genau, es gibt hier auch noch den Text, den Auswählmodus. Und es erinnert in meinen Augen sehr stark an Photoshop, beziehungsweise Photoshop Elements, Entschuldigung. Genau. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie ihr auch hier die künstliche Intelligenz wieder anwenden könnt. Das ist das gleiche Prinzip. Ihr klickt wieder auf die Schere, Ausschnitt Maske und wählt hier oben den Button AI Automatik, der für künstliche Intelligenz, steht. Dann wird der Ausschnitt berechnet und der Computer rechnet und schon ist der Hintergrund entfernt. Und was ihr jetzt hier machen könnt, das ist das Tolle, weil hier könnt ihr auch mit Ebenen arbeiten. Ihr könnt jetzt sagen, ich möchte jetzt hier noch einen Hintergrund hinzufügen. Da wähle ich jetzt mal eine Farbe Orange. Und dann nutze ich das Füllwerkzeug, das heißt hier Füllen, klickt da einmal drauf und die Farbe, die im Vordergrund ist, wird dann ausgewählt. Und jetzt klicke ich hier an die Stelle. Jetzt ist natürlich alles Orange. Jetzt habe ich hier aber eine neue Ebene, einen sogenannten Layer. Und da kann ich natürlich jetzt einiges machen. Ich kann beispielsweise die Transparenz, die Deckkraft verändern und schon sehe ich mich wieder im Hintergrund. Ich kann aber auch sagen, ich lasse es so und gehe in den Blendmodus und wähle jetzt hier zum Beispiel ineinander kopieren. Dann schaut es so aus. Und jetzt möchte ich euch noch einige Funktionalitäten.
Zum Beispiel könnt ihr jetzt hier Anpassungen vornehmen und beispielsweise den Farbton und die Sättigung anpassen. Dann klickt ihr da drauf, schiebt das Ganze, schließt das mal hier rechts, das war noch von vorhin, nochmal kurz schließen, nochmal auf Anpassung und Farbton Sättigung. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr den Regler beispielsweise nach links zieht, den Farbton entsprechend abzuändern. Und das gleiche natürlich nach rechts. Und wie ihr seht, da kann man schon tolle Effekte ziehen. Natürlich genauso mit der Sättigung oder also von links jetzt nach rechts oder auch mit der sogenannten Leichtigkeit. Links wird es dunkler und rechts eben entsprechend heller. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, sogenannte Farbsets zu verwenden. Das ist auch unter dem Reiter Anpassung und dann Farbsets. Und jetzt habt ihr praktisch die Möglichkeit, vorgefertigte Farbsets zu verwenden. Und auch hier sind ganz interessante Effekte möglich. Ich breche das jetzt an der Stelle wieder ab. Und natürlich gibt's auch hier Filter. Und den Bloom-Effekt habe ich euch in dem X-Modus bereits gezeigt. Ihr könnt natürlich auch von hier aus in diesen Modus gelangen. Filtermodus. Einfach oben Reiter filtern auswählen. Und dann gibt's noch den Klemmer-Effekt. Dann wird das Ganze wieder ein bisschen heller. Besonders, ihr habt auch einen sogenannten Bevel-Effekt, da könnt ihr Ränder erstellen, zum Beispiel so, könnt auch die Tiefe festlegen, den Winkel, könnt auch eine andere Farbe machen. Hat das eher so einen roten Touch und auch diese Farbe kann geändert werden. Und schon kann man da ganz tolle Effekte erzielen. Dann möchte ich euch noch den Halbton-Effekt zeigen, den finde ich auch ganz interessant. Zum Beispiel, wenn man nach links den Zeiger bewegt, beziehungsweise diese Schieberegler. Und dann steht das. Und wenn man weiter nach rechts geht, wird es so. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich finde Pixlr ein tolles Tool, wirklich leistungsfähig und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Insofern rate ich euch dazu, jetzt bei AppSumo zuzuschlagen und die Software zu kaufen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei mir den Daumen nach oben gebt und auch meinen YouTube-Kanal abonniert. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis demnächst. Ciao!